2 mit, das passt soweit. Der hat gerade abgeladen. Sehr schön, das gefällt mir sehr gut. Schauen wir mal eben. Wie sieht das aus? Züge machen eigentlich momentan alle recht stabilen Gewinn. Keiner übermäßig viel. Liegt natürlich auch daran, dass alle Züge recht viel im Kreis fahren. Den nimmt erstmal das mit, dann der das. Wenn ich nur einen bauen würde, der hier Autos hin und her fährt, klar, der wäre dann Top-Verdiener. Okay, jetzt gehen hier die Autos aus. Ist ja nicht weiter schlimm. Der wartet da. Der war auch etwas schneller. Der musste nicht ganz so viel mitnehmen. Ist aber auch nicht schlimm. Dafür könntest du... Nein, das passt so. Das passt so. Oh, 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 der Computergegner. Okay, wir müssen am Ball bleiben. Schauen wir unsere Ziele an. Nette Vermögen 5 Millionen haben wir gleich. Also das läuft ja quasi automatisch. Autos werden hier schon produziert. Sehr gut. Und das läuft hier auch erstmal alles. Schauen wir mal, was könnten wir noch so gebrauchen? Was haben wir hier noch so? Da geht erstmal soweit nichts. Oder schauen wir uns die nächsten Ziele mal an. Hamburg-Berlin. Ja, das ist doch mal... Klingt nach einer attraktiven Zugstrecke. Hier werden schon wieder Passagiere gefahren, aber es ist halt ein Ziel und deswegen muss ich das auch verfolgen. Machen wir das mal von direkt hier. Müssen wir schon so bauen. So, direkt das nächste Ziel. Eine schönere und effizientere, indem du Endbahnhöfe baust. Endbahnhof. Aber was heißt das denn? Upgrade diesen Bahnhof der Stadt. Okay, da habe ich wohl was nicht mitbekommen. Geschwindigkeit beim Beladen, Entladen, Einnahmen. Ach du. Okay, sehr gut. Das ist ja mal eine Information. Güterbahnhof geht hier nicht. Endbahnhof. Wieso kann ich hier keinen Endbahnhof? Vielleicht fehlt mir das Geld. Könnte natürlich sein. Oder ich muss erstmal Bahnhof upgraden. Das kann natürlich auch sein. Und dann auf Endbahnhof zu gehen. Wie sieht es hier aus? Kann ich auch nur auf Bahnhof? Dann machen wir hier erstmal Upgrade auf Bahnhof. Ja, okay. Ja, Beladungsgeschwindigkeit. Oh, eine schöne Animation gibt es dabei auch noch. Sehr schön. Ja, ist natürlich super, wenn die schneller entladen, beladen. Dann machen wir hier Endbahnhof. Ganz klar, dann geht es hier einfach ein bisschen schneller. Oh, der Computergegner, wie er hier baut, der Wahnsinn. Jetzt geht es hier richtig ab. Ist klar, machen wir das Ganze hier auch noch. Dresden ist auch schon ein Endbahnhof. Okay, habe ich also alles jetzt schon... Ja, hier noch nicht. So, das Ziel ist damit auch erledigt. Ja, lassen wir natürlich hier die Passagiere rollen, ganz klar. Ich glaube, das ist auch hier Aufgabe. Genau, Hamburg-Berlin-Kette. Wir müssen neuen Geschwindigkeitsrekord aufstellen und... Boah! Das Teil geht aber auch schon ordentlich ab. Nicht schlecht. Das dürfte ein Rekord werden. Jetzt hier schön bergunter. Und man sieht, die Entladezeiten sind wirklich viel geringer. Kann ich das hier auch noch? Nein, das kann ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Geschwindigkeitsrekord aufgestellt habe. Vielleicht muss ich das mal direkt machen. Automobilfabrik in Dresden. Nixer, die will ich haben. Her damit. Ich muss wahrscheinlich den Geschwindigkeitsrekord dann direkt machen, wenn es einen neuen Zug gibt. Meine, würde ich mal sagen. Aber das lohnt sich auf Dauer. Ich bin mir sehr sicher, hier die Stahlfabrik hat sich schon gelohnt. Jetzt habe ich den bekommen. Okay, da war ich zu schnell.
Okay, wir müssen natürlich im Auge behalten. Die Computergegner schlafen nicht. Man sieht das Ganze. Die sind hier schon mega fleißig am Bauen. Man könnte sagen, es ist schon fast alles zugebaut. Zumindest hier in meiner Gegend. Posen habe ich hier noch für mich ganz alleine. Und Stettin auch. Kann ich mit dem Beinstand was machen? Da sind ein paar Passagiere, nicht wirklich viele. Hier habe ich schon alles abgeschöpft. Stettin. Also in Posen kann ich erstmal, wie gesagt, gar nichts machen. Kann ich hier mit Hamburg irgendwas machen? Hier ist Bremen. Auch guck mal, wie süß das Bremen noch ist. Bremen, Hamburg braucht Viehhaltung. Da haben wir zwei, das lohnt sich auch nicht. In Prag gibt es hier was. Springen wir schnell hin. Ah, was sie da machen. Sollen sie mal machen. Okay, schauen wir uns den nächsten Ziel an. Soweit können wir erstmal nichts machen. Verbinde Berlin, Frankfurt, München und Köln. Och, das ist ja einmal komplett durch Deutschland durch. So, Frankfurt ist... Hier ist München. Da ist Frankfurt. So, wie soll ich von... Okay, dann kann ich von Hamburg nach Frankfurt. Schienenverlegung, ja, das mache ich. Ich werde jetzt Schienen verlegen, ganz viel. Das lohnt sich. Sollte ich hier so einen Durchgangsverkehr machen? Ich könnte natürlich einen riesigen Kreisverkehr wieder machen. Das gefällt mir sogar besser. Ich nehme das mal wieder raus. Oh, oh, oh. Das lohnt sich trotzdem, glaube ich, für mich. Ich mache hier einen riesigen Kreisverkehr. Jetzt einmal von ganz nach unten bis nach München und dann wieder nach Berlin hoch. Das muss sich lohnen. 230.000. Sehr gut, habe ich kassiert. Frankfurt. So, wo ist München? Da. Kommen wir direkt rüber. München. So, wie komme ich jetzt wieder nach Berlin? Ich bin natürlich auch nach... Boah, das ist hier schon alles extrem zugebaut. Ich hoffe, ich komme da überhaupt noch irgendwie hin. Ich müsste eigentlich versuchen, mal hier rüber zu kommen. Muss da irgendwie klappen. Das geht sogar hier lang. Dann mache ich das. Sieht sehr wirr aus. Aber... Okay, ich komme hier sogar rein. Klappt sogar. Okay. Weg damit. Ich weiß nicht, was sie da alle wieder ersteigert. Okay, lass uns das Ganze nochmal kurz gucken. Hier haben wir den Kreisverkehr. Der fährt hier diese drei Städte ab. Das ist ja auch erstmal gut soweit. Aber du, mein Lieber. Genau, warte mal. Wir müssen erstmal hier noch ein... Klar, noch einen Bahnhof. Einen Bahnhof. Genau, du fährst jetzt von Hamburg nach Frankfurt, nach München, nach Leipzig nicht, fahren wir direkt nach Berlin durch. Genau, und nimmst mal, ja, nimmst mal ein bisschen mehr mit. Und den Zug machen wir hier direkt den schnellsten. Den bitte, okay. Jetzt hat er, dreht er einmal. In die Richtung fahren. Natürlich, vielleicht wäre auch eine Idee, statt so rumzufahren, andersrum. Nein, mal sehen, was er macht. Vielleicht müsstest du hier eigentlich jetzt in diese Richtung fahren. Ja, okay. Andersrum wäre vielleicht sogar noch besser gewesen. Weil hier quasi im Uhrzeigersinn gefahren wird. Auf diese Strecke. Naja, nicht weiter schlimm. Es wird auch so schon irgendwie hinhauen. Schauen wir nochmal hier. Wie sieht es damit aus? Hier liegen noch 4. Hier noch 11. Wäre also noch was drin. Autos 0, Bier 0. Der bringt gerade dahin. Hier ist Stahl 0. Hier ist auch 0. Also die Auslastung ist da auf jeden Fall
gegeben. Hat er was drinne? Ein Passagier, ein Post. Es natürlich, liegt natürlich auch daran, dass hier schon viel gefahren wird. Man sieht, hier ist überall keine Nachfrage an Passagieren. Aber ich brauche das ja für das Ziel. Köln habe ich vergessen. Oh mein Gott. Aber Köln, da ist ja auch gar nichts los. Ich mache das mal so, dass ich den einfach nur mitverbinde. Müsste das passen? Ja, genau. Frankfurt am Main benötigt eine Stahlfabrik. München benötigt auch eine Stahlfabrik. Hier wird gar nichts mehr abgefahren. Warum? Der Zugverkehr ist hier eingestellt oder fährt der noch anders hin? Dann also könnte ich ja hier in den Stahl direkt dahin fahren. Ist das eine? Das müssten zwei sein. Ich kann die jetzt hier nicht mehr verbinden, weil der... Ich könnte vielleicht hier rumfahren. Von da nach da so rum. Das müsste irgendwie hinhauen. Ich probiere es mal so. Oh je. Und so. Oh je, das sieht aber... So, das heißt, sie fahren von da nach da nach da. Da laden sie ab. Wie können wir hier einen Kreisverkehr bauen? Klappt sogar. Okay, dann machen wir das so. Frankfurt kriegt eine Stahlfabrik. Haben wir leider nicht die Kohle für. Nein, haben wir nicht. Ich will auch nicht mehr verkaufen. Oh, der rote. Oh, ich bin ja richtig am... Ich bin ja richtig weit hinten, sehe ich gerade. Was mein Wert angeht. Bin ich zu langsam? Züge machen nicht mehr so die dicke Kohle wie sonst. Liegt vielleicht daran, dass ich hier jetzt... Man sieht's. Da kommt keine... Ach, der hier klaut mir den, klaut mir das. Nicht zu fassen. Ja, dann verschrott ich einen. Na, das ist ja unglaublich. Dieser olle Sack schmälert hier meinen Gewinn deutlich. Jetzt durch deine Zeche, ach, durch seinen Bahnhof da. Klaut mir also hier die Sachen. Zumindest da oben läuft es noch einigermaßen. Ja, das ist natürlich sau ärgerlich, aber hier 4-4, das sichern wir uns jetzt mit zwei Zügen. Fangen wir mal da an, nimmst mal zwei mit, nach da zwei, dann nach da und nichts. Und los, und das gleiche brauche ich jetzt nochmal. Und los geht er. Los geht er, Peter. Dann bauen wir hier die Stahlfabrik gleich. Oi, wir können hier noch gar nichts ablagern. Weil die Fabrik noch gar nicht... Oh, muss ich vielleicht dann was aber doch mal eben verkaufen. Wenn es gefährlich ist. So, da steht eine Stahlfabrik. Das Ziel müsste damit erledigt sein, ja. Ja, das wird sich schon lohnen. Ich denke schon. Der Computergegner zapft hier ja nicht mehr an. Von daher nutze ich das jetzt mal aus. Und du kannst weiterfahren. Den Stahl müsste ich eigentlich auch dann direkt verarbeiten eigentlich. Oder sollte ich? Hier unten kann ich ihn verarbeiten zu Autos. Das könnte ich mit in meinem Rundverkehr einbinden. Wo ist mein Zug? Da. Du bringst bitte von Frankfurt. Dreimal Stahl. Genau, so sieht das gut aus.
So müsste das passen. Oder vielleicht sogar... vielleicht sogar viermal Stahl. Hier ist ja nichts mehr los mit Passagiere. Das wird ja schon von den anderen abgeschöpft. Ich glaube, Stahl bringt da einfach mehr. Oder wir machen das so. Nimmst einfach noch einen Stahl mehr mit. Schaffst du schon. Und die Aktie ist direkt weggekauft worden. Wie sieht es bei den anderen aus? Kann ich hier mal irgendwo was einkaufen? Ich kaufe mal bei denen was ein. Naja, ich muss aufpassen. Also Aufkauf, wie gesagt, ist möglich. Wenn er 8 Millionen hat. Aber ich hoffe, er hat es nicht. Bonus auf Passagierbeförderung. Ich glaube, das ist... Ich bin nicht so auf Passagiere fixiert. Ein bisschen, aber nicht so wirklich. Deswegen lasse ich das mal. Okay, jetzt müsste er hier den Stahl einladen. Ja, ihr müsst natürlich jetzt kurz warten. Könnt ihr den Bahnhof hier auch eben mal upgraden. Ja, komm, hau rein. Muss jetzt schnell gehen. Wir müssen jetzt ein bisschen fixer gehen. Hier auf jeden Fall liegt noch genug Stahl. Gucken, wie schnell er jetzt ablädt. Zack, 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 zack. Und weiter geht's. Sehr schön. Hier unten kommen jetzt also die Autos. Könnte ich eigentlich eine Strecke von da nach da bauen? Hier sind sogar... Guck mal, hier ist richtig Stau. Das heißt, hier gibt es noch richtig Passagiere zu holen. Und Warenkisten gibt es hier. Das nutzen wir mal direkt aus. Automobilfabrik in München will der eine kaufen. Ja, ich liefere da zwar hin, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Mal sehen, wie hoch das Gebot ist. Warten wir mal ab. Ich muss irgendwie hier ran. Das Glück kann man hier so quer rüber bauen. 300.000, ne, das ist mir jetzt zu viel Geld. So, und zwar sind hier Warenkisten, Passagiere. Und hier haben wir die Autos, okay. So, nimmst du zwei. So. Und hier nimmst du dafür zwei Warenkisten mit. Müsste so passen. Müsste so passen. Schauen wir mal. An dem Bahnhof machen wir hier auch einen größer. Müsste aber reichen, einen größer. So, genau. Er hat alles mitgenommen. Sehr gut. Hier machen wir das auch mal einen größer. Und ich mach's jetzt hier. Ich mach's hier komplett hoch. Weil das hier Endprodukte sind. Waren, genauso wie Autos. Und wenn es da einfach zügiger geht, bringt es auch mehr. Gucken, was er jetzt hier kassiert. 12, 12, 7, 5, 7, 5, 5, 52. Sehr gut. Jetzt kannst du auch direkt wieder aufladen. Da gehen die Zahlen runter. Da wird natürlich auch fleißig aufgeladen von den anderen. Aber ich zapf da mal so ein bisschen dran. Aber wieso? Ich komme hier nicht ganz mit. Die Gegner sind etwas schneller als ich. Aber davon lasse ich mich jetzt nicht beirren. Ich bin ja schon darauf aus, hier immer die Endprodukte zu fahren. Die ja einfach am meisten Geld bringen. Haben wir hier noch irgendwo Stahl? Nee, das ist Schwein. Dann können wir ein paar Bäume anliefern. Aber da ist der Computergegner natürlich auch schon fix dabei. Was haben wir denn hier so? Wow, hier! Aber Bäume pur. Ja, guckt euch das mal an. Die könnten wir hier nach Bern bringen. Bern macht die Waren. Und wer braucht die Waren? Hier ist auch nichts los. Hier ist ja gar nichts los. Rotterdam bräuchte Waren. Boah, hier ist auch
Oi, das jetzt aber hier, da haben wir eine super Strecke. Müssen natürlich erstmal hier hin. So, bauen wir wieder einen schönen Kreisel. Das wird sich lohnen. Die machen dann ordentlich hier Nahrungsmittel. Vier. Betreiben wir es jetzt mal richtig. Kleinen Moment. Nein, nein, das müssen wir nochmal abbrechen. Wir haben hier einen Bahnhof vergessen. Wo wir sind 8, hier sind 12. Dann machen wir das so. 3, 4. So machen wir das. Und da dann 0. So, und der nächste macht das genauso. 1, 2, 3. Hier machen wir 1, 2, 3, 4. Dahin. Und zurück. So, da haben wir hier die Nahrungsmittel. Die Nahrungsmittel können wir theoretisch nach Hamburg liefern. Und zwischen Hamburg und Rotterdam Personenverkehr zusätzlich. Das machen wir. Ist das ein Bahnhof? Ich glaube nicht. Doch hier müsste ein Bahnhof sein. Fahren wir nicht mal diese Strecke. Ist das ein Bahnhof jetzt? Sieht mir gar nicht so danach aus. Strecke, Strecke. Vielleicht ist es doch ein Bahnhof. Boah, der Computergegner, der haut hier richtig rein. Ich hoffe, das ist jetzt ein Bahnhof. So, was hat man gesagt? Genau, hier bringen wir Nahrungsmittel hier rüber. Hier werden auch Nahrungsmittel hergestellt. Das können wir also Nahrungsmittel hin und her liefern. Die können wir eigentlich den Viehhof kaufen. Sehr gut. Gekauft. Okay, dann machen wir das so. Von da nach da. Und los. Und hier upgraden wir das Ganze, weil hier muss es schnell gehen. Hui, was ist hier los? Und das sollte so dicht sein. Ist der eine da, dann fährt der andere da. Sollten eigentlich schon im Kreis fahren. Das beobachten wir gleich nochmal genauer. Nee! Der Wahnsinn! Ich wurde übernommen. Nicht zu fassen. Ich bin raus, das war's. Leute, so schnell kann's gehen. Sid Meier's Railroads. Ich bin nun euer Quacksalber. Ah, das ist ja schade. Da war ich gerade, ich fand, ich war gerade richtig gut dabei. Ich hab auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie große Fehler gemacht habe. Die Gegner waren super schnell, super viel Gewinn eingefahren, aber ich war die ganze Zeit am Bauen, am Tun, am Machen. Ah, das hat mich jetzt schwer getroffen. Ja, sehr schade. Schnell ganz zu Ende sein. Ja, das war der erste Versuch, Deutschland zu erobern. Kläglich gescheitert. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, was ich falsch gemacht habe. Ich fand, ich habe nicht die großen Fehler gemacht. Vielleicht hätte ich das mit den Kreisverkehren nicht so machen sollen, aber ich fand, das eigentlich eine so gute Idee. Ja, schade, so schnell ist es vorbei mit dem Projekt Deutschland. Aber wenn ihr mehr sehen wollt, ihr wisst Bescheid, Daumen nach oben, da probiere ich es natürlich nochmal.
Und wie gesagt, bin auch für Tipps immer offen. Das war's erstmal wieder für heute mit Sid Meier's Railroads. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Lasst Daumen da, Kommentare, Abos. Wir sehen uns. Bye bye, Leute. Servus.